Hier brennt ein Schweinemastbetrieb. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Direkt bei Eintreffen der ersten Einheit war bereits das Stallgebäude, brannte bereits das Stallgebäude in voller Ausdehnung. Die Löschmaßnahmen konzentrieren sich daher auf das Abschirmen des angrenzenden Stallgebäudes. Bereits bei Ankunft war also nicht mehr zu erkennen, dass noch Schweine lebend im Gebäude sind. Auch die Rettung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Wie ja hinter mir zu erkennen, beschränkt sich die Brandbekämpfung auf den Außenangriff, Löschrohre über Außenangriff. Tierrettung war schon nicht mehr möglich, weil das gesamte Dach, wie gesagt, eingestürzt ist. Ja, hier im Außenbereich ist es natürlich so, dass wir etwas mehr Einsatzkräfte brauchen, weil die Löschwasserversorgung sich im Außenbereich etwas schwierig darstellt. Insofern brauchen wir auch mehr Kräfte. Hinzu kommt, dass wir für diesen Bereich in Bocholt auch die Feuerwehr Rehde hinzugerufen haben, bereits im ersten Abmarsch, weil sich das für die etwas günstiger gestaltet von der Anfahrt her. Die sind etwas schneller. Deshalb sind die hier im Außenbereich bereits im ersten Abmarsch mit alarmiert. Die Feuerwehr Rehde hat uns also hier tatkräftig unterstützt.